Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist Mittwoch und heute begeben wir uns auf die Erkundungstour in dem neuen Gebiet von Wildwoods. Wie ihr seht, ich stehe schon auf der Brücke vor dem neuen Gebiet von Wildwoods. Wenn ihr noch nicht euch das andere Video von mir von heute angeschaut habt, ich verlinke es euch einerseits in der Infobox oben und am Ende des Videos auch nochmal. Ich habe nämlich noch ein Video eigentlich gemacht, wo ich euch eigentlich das ganze Update vorstellen wollte, wie es außen war, nur vielleicht haben das ein paar von euch mitbekommen. Es gab ein paar Komplikationen, da konntest du oben nicht ins neue Gebiet rein. Und ja, deswegen, ich bin hier schon gleich, wo es da nicht mehr weiterging bei mir. Und ich dachte mir nur, ich stelle mich auf die Brücke, um euch ein bisschen was zu zeigen, beziehungsweise ein bisschen einen spannenderen Hintergrund zu haben. Aber egal, folgen wir diesem Pfad, Cookie Buddy, in die Wildwoods. Reite tiefer in die Wildwoods hinein. Ich hoffe jetzt natürlich, dass es geht, aber was ich weiß nicht, ob ihr euch das letzte Video angeschaut habt, ich verlinke es euch einfach nur. Wir haben uns die Klamotten angeguckt und haben festgestellt, dass es drei verschiedene Herden gibt. So haben sie es auch hingeschrieben, also so hat Star Stables auch auf die Webseite geschrieben, dass es drei verschiedene Herde gibt. Es gibt die Mystiker, es gibt die Krieger und es gibt die Förster. Und ich habe geguckt, ob es einen Ruf mit Förster gibt. Gibt es aber nicht. Aber hier kriegen wir Ruf. Naja, schauen wir einfach mal. Okay, wir folgen. Wir reiten tiefer nach Wildwoods. Bild sieht auch cool aus. Der Hirsch neben dir und ja. Oh. Da ist auf alle Fälle pandorische Magie verfügbar. Jetzt drückt mal die Daumen, dass wir hier oben durchkommen. Ich habe gesehen, dass andere YouTuber durchkommen. Heißt ja noch lange nicht, dass es bis zu dem Server vorgedrungen ist hier. Aber ich hoffe es natürlich. Und ja. Ich habe mich auch im anderen Video entschuldigt. Natürlich. Okay, es funktioniert. Wie cool. Wow. Also schön sieht's echt aus. Da haben sie sich echt selbst übertroffen, muss man sagen. Und hier auch so ein leichter lila Nebel oder pinker Nebel. Oh, da ist ein Pferd. Hallo. Wow. Rosemary. Oh, und kleine Fohlen. Das sind die Fohlen zu den Urpferden, die wir in Wildday bekommen. Oh, wie süß. Und statt Menschen gibt es hier Pferde anscheinend. Das ist auch cool. Wir! Willkommen! Was hat es mit diesem seltsamen, haarlosen Eichhörnchen auf deinem Rücken auf sich? Ein wenig zu groß für ein Eichhörnchen, oder? Meinen Sie mich? Mach dich ein wildes Willkommen. Mach dich mit den Bewohnern des Waldes vertraut. Oder auch mit den... wir gucken gleich nochmal. Oh ja, klar. Aber wo sind meine Manieren? Ich bin Rosemary und die Kleinen hier sind Sapling und Sprout. Sapling und Sprout. Willkommen in den Wildwoods. Hier leben drei Herden von jorvikischen Urpferden. Vor langer Zeit waren wir mal eine Gemeinschaft, aber Generationen andauerten Streitereien haben uns auseinandergebracht. Jetzt lebt jede Herde für sich und hat ihr eigenes Territorium. Ihre eigenen Traditionen und Überzeugungen. Ich und die Fohlen sind ein Teil der Försterherde, habe ich jetzt euch gesagt. Danke für das herzliche... Ach, wie süß! Das ist ja richtig... Ach, wie süß! Es tut mir leid, ich bin gerade von dem Fohlen so... Ach, wie süß. Das lässt mich meine kompletten Gliederschmerzen schon wieder vergessen, die ich so habe. Aber das ist süß. Okay, danke für das herzliche Willkommen. Du kannst sprechen? Sprichst du mit meinem Pferd oder mit mir? Das ist eine gute Frage. Aber ich bedanke mich erstmal für das herzliche... Ich bedanke mich für das herzliche Willkommen. Gar, das Eichhörnchen spricht. Moment mal, du bist gar kein Eichhörnchen, oder? Du bist kein Eichhörnchen. Du bist ein Mensch! Was ist ein Mensch? Ach, wie süß, du bist so süß. Sorry. Offensichtlich ein Einhörnchen ohne Schweif und Haare. Ey, wir haben Haare. Aber halt nur auf dem Kopf. Naja, okay, wir haben auch... Ja, okay, ich lasse es einfach. Entschuldige unsere Überraschung, aber von deiner Sorte sehen wir hier draußen nicht viele. Wir dachten schon, ihr wärt mythische Wesen. Aha. Ja, okay. Mit
schlaksigen Beinen, 5 spitzen Hufen und 3 Köpfen. 3 Köpfen? Also mit den 5 spitzen Hufen kann ich ja verstehen, mit den 10 von uns, aber 3 Köpfen? Okay. Sapling, so spricht man nicht mit einem Besuch. Wie du siehst, arbeiten die Fohlen noch an ihren Manieren. Wie heißt ihr? Ich bin Cora und das ist Cookie Buddy. Ich wollte schon wieder Bunny sagen. Die ganze Zeit statt Buddy immer Bunny, weil ich irgendwie finde, es passt besser. Aber. Nun, es ist schön, euch kennenzulernen, Cookie Buddy und Cora. Und du kannst uns sogar verstehen. Du musst wie der alte Bärtige sein. Wahrscheinlich meint sie, oh Gott, ich habe vergessen, wie er heißt. Ah, der immer die magischen Pferde verkauft. Ihr wisst, glaube ich, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Mist. Du musst den ganzen weiten Weg von den grauen Wäldern, von der grauen Welt bis hierhin in die Wildwoods gereist sein. Ich habe eine Freundin, die einmal dort war, wanderte durch die endlosen grauen Felsen, ummauert von turmhohen Blöcken. Klingt nach einem interessanten Reiseziel. Wahrscheinlich endlos grauen Felswegen ist wahrscheinlich Gehsteig gemeint. Und turmhohe Blöcke sind die Häuser wahrscheinlich gemeint. Heimat der Herden. Lerne die Försterherde kennen. Sehr gerne. Es scheint ja, als könnte man dir vertrauen, da der Lignos dich hergebracht hat. Er beachtet uns kaum und Fremde erst recht nicht. Ich bin mir allerdings nicht sicher, was er in dir sieht. Ein Mensch. Dies ist das Wiertal. Das Land hier gehört in der Försterherde. Hier tollen die Förster fröhlich herum und widmen sich ganz ihren Lebensweisen. Ich bringe Sapling und Sprout alles bei, was sie wissen müssen, um ein Förster zu werden. Heute haben wir Pflanzen gepflückt und alles über die schönen Blumen im ganzen Wald kennengelernt. Das haben wir. Mein Blütenblatt. Oh, wie süß. Aber ich habe dir schon einmal gesagt, du sollst die Blumen nicht essen. Oh, oh. Na los, Cora, stell dich dem Rest der Herde vor. Wir beißen nicht. Außer die Eichhörnchen. Sapling, was habe ich dir darüber gesagt, sich über andere lustig zu machen? Wie dem auch sei, am anderen Ufer liegt Mannheim, wo die drei Herden in relativer Harmonie zusammenleben und Handel treiben. Die anderen Herden unterscheiden sich deutlich von uns Förstern. Aber in vielen Dingen sind wir uns sehr ähnlich. Es gibt etwas, das uns alle verbindet. Der Wächterbaum. Der gewaltige Baum im Herzen der Wildwoods. Du kannst ihn nicht verfehlen. Pass auf! Oh Gott! Oh, was ist? Das ist ein Kriegerpferd, oder? Sieht sehr nach einem Kriegerpferd aus. Ich dachte jetzt schon, das wäre irgendjemand von den Night Riders gewesen. Ja, ist ein Kriegerpferd. Was haben wir hier? Eine gesattelte und ihr Menschen? Ihr würdet besser daran tun, zurück in eure Ställe zu gehen und euren trockenen Gras zu kauen. Hier herrschen wir ohne Zügel. Ihr wurdet gewarnt. Oh oh. Tschüss. Aber auch man muss sagen, die Pferde, also die Farben der jorvikischen Urpferde sehen ganz cool aus noch. Auch wenn es halt manche, wie jetzt zum Beispiel das ja sehr ähnlich auch in Wildwoods hinten gibt. Es tut mir leid, dass du dir das anhören musstest. Ash, liegen die Herden sehr am Herzen. Sie gehören zu den Kriegern. Die sind Neulingen gegenüber gerne etwas abweisend. Ich bin mir sicher, sie werden ihre Meinung über dich ändern. Ja, Ash und ihre Herde sind Fieslinge. Sie zertrampeln immer unsere Blumenbeete bei ihren albernen Rennen. Oh, okay, wir kriegen anscheinend auch neue Rennen. Oder nicht? Wie dem auch sei, lass die Bitte von Ashs Mätzchen nicht den Tag verderben. Reise weiter und triff die anderen Förster. Es gibt noch mehr von uns. Wir leben überall in diesem wundervollen Wald. Okay, Gott, es ist sehr viel zu lesen. Oh, wie süß, sie liegt sie da. Macht wahrscheinlich ein Foto. Viel Spaß dabei, mehr von uns kennenzulernen. Komm zurück, wenn du das getan hast. Die Förster treffen. Triff mehrere Mitglieder der Försterherde. Okay, aber dann müsste es hier an sich, das will ich jetzt mal... Ups, falsches. Müsste ich jetzt mal ganz kurz gucken... Und zwar müsste es hier noch einen dritten Ruf geben. Den habe ich ja vorhin immer noch nicht gefunden.
nochmal, Leute? Nein, doch, hier. Hier sind ganz unten. Habe ich aber nicht vorhin geguckt. Okay. Ich beschwere mich nicht. Oh, wow. Müssen wir hier rüber? Yes. Also es sieht sehr, sehr hübsch aus. Achso, ich dachte, du konntest dadurch. Man kann hier Feenprinzessin spielen. Also man kann, es war jetzt ja nur ein Scherz, Leute, aber man kann hier wirklich sehr gut, allgemein im neuen Gebiet, also in komplett Wildwoods komplett, aber auch, also klar, auf Jorvik an sich kannst du, oder in Star Sail an sich kannst du coole Roleplays machen, aber hier kannst du auch richtig cool machen, weil das einfach so, einerseits so neu ausschaut und auch so viel mehr bietet für Roleplays, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh je! Deine Spörnhufen und die zerzauste Mähne sagen mir, dass du dringend einen Wellnesskur brauchst. Zum Glück bist du dafür an genau dem richtigen Ort. Willkommen im Spa Hufglanz, von meiner Wenigkeit gegründet und geleitet. Aber zurück zu deiner Behandlung. Da hätten wir also eine Hufkur, gefolgt von einem tiefen Konditioner für die Mähne und ein Schlammbad zum krönenden Abschluss. Und weil du hier neu bist, mache ich dir sogar ein Sonderangebot. Du bekommst das VIP-Paket zum Preis von 3 Blumen statt der üblichen 6. Was hältst du davon? Bereit für ein Schlammbad? Aber hallo, ich brauche kein Wellness, danke. Willst du mich beleidigen? Nein, ich sag aber hallo. Aber hallo! Tja, es war schön mit euch zu plaudern, aber meine zahlenden Kunden verlangen jetzt nach ihrem Warmsteinmassage. Okay, viel Glück bei, naja, allem. Okay, bin ich mal gespannt, ob wir Blumen sammeln können. Wahrscheinlich, dass wir uns einen Spa-Urlaub gönnen können. Dann müssen wir hier rüber. Ah, da oben ist ein Stall, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, hier hinten ist noch einer. Ich bin nicht über euer Beet. Oh, da gibt's was. Wahrscheinlich. Oh ja. Ah, wir haben ja auch noch nicht alles gesehen. Genau, wir haben die hier alle gesehen, aber hier auch noch nicht. Es gibt noch einen Pferdekranz und für die Blumen. Also das muss ich sagen. Die Sachen für die Pferde muss ich sagen. Auch der Halfter sieht richtig cool aus. Aber irgendwie für die Charaktere, ich wollte gerade sagen, für die Menschen. Okay. Ja, für die Charaktere finde ich es nicht so schön. Hallo. Sieht schon schön aus hier. Also da hat sich das aber echt viel mehr gemacht. Hallo. Okay, reden wir mal mit dem hier. Wie heißt du? Crab Apple. Hallo. Hallo. Ein strahlendes neues Gesicht in diesen alten Wäldern. Willkommen. Möchtest du eine Tasse Zweig- und Blatttee? Na lecker. Die Eichhörnchen sammeln nur die besten Ableger und Blätter für meinen Aufguss. Du wirst nicht enttäuscht sein. Crab Apple, der Name. Es ist nicht leicht zu erkennen, aber ich bin das älteste Mitglied der Herde. Ah, doch. Ich habe es mir gar nicht richtig angeguckt, aber hier siehst du so ein bisschen grau in der. Ah, doch. Man sieht es ihm schon ein bisschen an, aber es sieht echt. Also. Die Pferde, auch die jorvikischen Urpferde, ich hoffte irgendwie, dass du die kaufen kannst. Auch irgendwo nicht, dass es was Besonderes bleibt. Aber die sehen schon echt cool aus. Ich weiß, für mein Alter sehe ich noch gut aus. Ja, ich gebe mein Bestes, um das Wissen und die Geschichten unserer Herde an die Jungspunde weiterzugeben. Gibt es etwas, das du über die Förster wissen möchtest? Was machen die Förster eigentlich? Wie lange seid ihr Förster schon hier? Was hältst du von den anderen Herden? Nee, was machen die Förster? Das Einzige, was es zu tun gibt, die Schönheit der Wildwoods genießen. Vor langer Zeit wussten wir viel mehr über die verschiedenen Pflanzen, die hier wachsen. Leider ist die Tradition, das Wissen weiterzugeben, mit der Zeit verschwunden. Rosemary versucht aber, sie wieder aufleben zu lassen. Okay. Wir können mal kurz eine Sache gucken. Warum ist da die Map so? Achso, wir sind am Ende der bis jetzigen Map.
Ich denke, viele, die Stars, die wir ja schon länger spielen, wissen auch, dass die Map viel, viel größer ist als das kleine Stückchen, was wir hier haben. Ich kann mal kurz gucken, ob es ja... Ja, hier. Es wurde, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen... Vor zwei Wochen war das Valentins-Event, glaube ich. Richtig? Ich glaube, ja. Vor zwei Wochen wurde ja auch gesagt, dass es neue Sterne geben wird. Und tada, hier haben wir sie in Wildwoods. Okay, dann, ja. Das habe ich mir gerade auch noch... Das kam mir gerade so in den Sinn. Oh mein Gott, die Pferde laufen sogar rum. Oder ist das ein Spieler? Nee, die laufen rum. Oh, hallo. Hi. Das sind nur Essen. Ich glaube, ich bin so... Oh, hier, aber warum... Warum kann man hier die ganzen Klamotten kaufen? Also das finde ich jetzt... Also klar, es ist praktisch. Naja, vielleicht, weil du hier auch den Stall hast. Weil hier oben ist ja der Transporter, habe ich recht? Ja, und da kannst du... Oh, der Stall ist so süß und klein. Also das sieht... Das haben sie richtig gut gemacht. Auch schön angepasst. Naja, was heißt angepasst? Also ja, sie haben ihn schön versteckt, meinte ich damit eher. Ja, also es sieht echt cool aus. Wir können gleich mal noch zum Wächter-Ding gehen. Zum Wächter-Ding. Zum Wächterbaum gehen. Ich glaube, die sind alle echt gespannt und... Oh, Alter, hallo. Boah, das sieht auch richtig cool aus. Das Pferd, wow. Also hier unten kannst du gefühlt alles kaufen. Ob vom Krieger, Wächter oder Krieger... Ob vom Krieger, von den Mystikern oder von den Förstern. Und dieses Pferd, ich hoffe, dass man sich dieses Pferd kaufen kann, weil guckt euch mal an, wie hübsch das ist. Ja. Oh, ich glaube, ich sehe den Wächterbaum schon. Ich weiß nicht, ob das der Wächterbaum ist. Eine einsame Reisende und ihr menschlicher Begleiterin kommen... Was? Eine einsame Reisende... Warum? Cookie Buddy ist doch eigentlich ein R. Also wenn du das jetzt mal überlegst... Naja, okay. Also vom Namen her. Und ihre menschliche Begleiterin kommen, um Juniper zu begrüßen. Ich heiße euch herzlich willkommen, Cookie Buddy und Cora. Was für ein wundervoller Tag, um euch beide kennenzulernen. Die Vögel singen, die Blumen blühen und es liegt Luft in... Und es liegt Luft in der Liebe oder Luft in der Luft. Oh Gott. Die Vögel singen, die Blumen blühen und es liegt Liebe in der Luft. Moment, ich muss dich etwas fragen. Antworte weise, denn du wirst viel über deinen Charakter verraten. Oh Gott. Was ist deine Lieblingsblume? Oh, Hauptsache bunt. Aliens Tränen. Ich bin allergisch gegen. Ich weiß nicht. Also ich könnte mir vielleicht gut vorstellen, dass diese Aliens Träne hier ist, weil ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir Aliens Tränen schon mal gesehen haben. Wahrscheinlich kommt es auch darauf, weil Aliens Tränen könnten ja auch heißen. Oh, ich weiß es nicht. Wir machen mal, weil also im echt bin ich nicht allergisch gegen Blumen, deswegen würde ich auch das Unterste nicht nehmen. Bunt, ja, bunt ist. Ich liebe Blumen und ich finde es auch cool. Also Blumen sind nun mal bunt und es ist halt schön, wenn ein schöner Kontrast mit dabei ist. Ich mache mal Aliens Tränen, einfach weil wir zu den Soul Ridern gehören, weil wir zu den Bewahrern der Aliens, also Aliens gehören und sich ja eigentlich alles in, zumindest von der Hauptquest her, um Alien dreht. Aber das klären wir alles noch im Let's Playkin. Ich mache einfach mal Aliens Tränen und wir schauen einfach, was passiert. So, Aliens Tränen. Warum weint sie? Ich glaube, das war wirklich eher auf die Tränen bezogen und nicht, dass die Blume so ist. Okay, aber ist egal. Warum weint sie? Ist sie traurig? Blumen sollten eine nicht traurig machen. Mit ihrem Duft und ihrer Farbe sollten sie jeden fröhlich stimmen. Alien war sicher nicht unglücklich, als sie diesem schönen Wald Leben eingehaucht hat. Nun jetzt habe ich das Gefühl, ich kenne dich besser als mich selbst. Mein Großvater sagte immer, dass unsere Einstellung zu Blumen mehr über uns verrät als alles andere. Willkommen im Wald, Cookie Buddy und Sora. Cora. Sorry.
Okay, also hiervon gehen die ganzen Wurzeln aus, wo auch pandorische Magie mit drin ist. Oder ich vermute zumindest, dass es pandorische Magie ist. Vielleicht ist das hier ja auch wirklich... Ups. Der Wächterbaum. Aber ich sehe das auch. Hier in der Umgebung ist alles mit pandorischer Magie. Ja, doch, das ist pandorische Magie, weil hier sind die pandorischen Kristalle. Ja, das ist der Wächterbaum hier. Aber wenn hier ja pandorische Magie ist, dann wäre es ja eigentlich nur vorstellbar. Heißt nicht, dass es ist, aber es könnte gut vorstellen, also ich könnte mir gut vorstellen, dass man vielleicht nach Wildwoods auch noch mit in der Hauptquest gehen muss. Ich bin zwar mal gespannt, wann wir neue Hauptquests kriegen und wie es halt eigentlich in der Hauptquest weitergeht. Aber ja, wir lassen uns überraschen und wir schauen noch mal ganz kurz zu Rosemary. Und ich will ja natürlich auch nicht allzu viel vorwegnehmen. Wow. Und ja, ich will euch auch von den Quests nicht zu viel wegnehmen, dass ihr auch noch ein bisschen Spaß habt, um das zu erkunden. Und auch von der Quest nicht zu viel. Also von den Quests und von dem neuen Gebiet, weil es ist relativ groß und wir sind erstmal hier am Anfang, wie ihr seht. Ihr kommt aber auch über Feargrove nochmal rein, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja. Aber wahrscheinlich schaltet ihr das ein bisschen später erst frei. Bei der ganzen Aufregung hier nehme ich an, du hast dich ein paar Mitgliedern der Herde vorgestellt. Super. Oh. Eichhörnchen übersetzt. Zetza. Okay. Lieblingsort. Klipp-Klack. Klick-Klack. Klapp-Wiesen. Wildwoods. Lieblingsessen, Hagebutten, kann mit Eichhörnchen kommunizieren oder Menschen, wie man das will. Hobby, auf Blumenwiesen herumtollen, Äste und Sträuche sammeln. Aber das ist jetzt ja unlogisch, weil Juniper ist ja die letzte, die wir gesehen haben. Aber hier werden wahrscheinlich noch, also ich kann mir gut vorstellen, dass noch die zwei Pferde von Krieger und Mystiker sein wird. Aber ja, schauen wir mal kurz nochmal. So, ich hoffe, du hast jetzt eine bessere Vorstellung von unseren Herden, von unserer Herde. Die Natur zu schätzen wissen, im Bach planschen, das Leben genießen. Das ist es, was die Förster ausmacht. Mehr Herden waren, erfahre mehr über die anderen, über die Herden des Waldes. Okay. Am liebsten will ich alles stehen und liegen lassen und euch das Dorf zu zeigen. Aber ich habe schon mit diesen beiden alle Hufe voll zu tun. Du weißt jetzt, dass wir nicht die einzigen Herden in diesem Wald sind. Wir teilen uns die Wildwoods mit zwei Herden, den Mystikern und den Kriegern. Eine Vorstellung von den Kriegern konntest du dir ja schon durch die Begegnung mit Ash machen. Aber du solltest dich den beiden anderen Herden angemessen vorstellen. Ihr könnt sie besuchen, wenn ihr wollt, und das ganze Dorf kennenlernen. Ich würde euch raten, mit den Mystikern anzufangen. Die Mystiker aus dem feuchten Kaulquappensumpf leben dem Wächterbaum am nächsten. Okay. Du solltest als erstes mit Alter sprechen. Dem Ältesten der Mystiker. Du findest ihn am Rand von Mähenheim, nahe dem Wächterbaum. Viel Glück. Die Mystiker sind ein seltsames Völkchen. Aber die leben ja bei euch. Also haben die sich ja eigentlich nur mit irgendwie den Kriegern verstritten, oder nicht? Wir machen noch kurz das zu Ende und dann war es das auch schon wieder. Naja. So, oh, falsche Richtung. Aber, naja. Achtung! Oh, ich bin nicht übers... Da ist Alter. Vielleicht haben sie auch irgendwie alle drei... Also von allen drei Pferden irgendjemanden hier hingestellt, aber naja. Beim Lichte des Wächters. Ein neues Gesicht auf unserem heiligen Boden. Die Mystiker heißen euch willkommen, Cora
und Cookie Buddy. Okay, also ich hoffe ja, also ich denke was, dass wir hier als nächstes das kriegen und das. Ja, ich habe euch zwar die Klamotten schon im anderen Video gezeigt, deswegen werde ich sie jetzt nicht nochmal einzeln anklicken. Aber ihr seht, es gibt ein paar mehr Dinge, wollte ich gerade sagen, Sets. Oder halt ein paar mehr Möglichkeiten nochmal, also wie ein Halfter oder sowas. Und ihr seht hier, also im Global Shop habt ihr immer so eine, okay, das ist eigentlich immer so eine, ich überlege gerade, eine kürzere Decke, sage ich mal, und so eine lange Decke. Und ihr habt einen Sattel, also einen Western-Sattel und einen normalen Sattel und normales Zaumzeug, beziehungsweise normale Trenzen und normale, und Bosals und Satteltaschen. Ja. Genau, zu der Kleidung habe ich schon gesagt, dass mir die von den Förstern nicht so gefällt. Also bei den Pferdesachen gefallen mir eigentlich alle sehr gut, aber halt vor allem die Bosals gefallen mir sehr gut, weil ich total auf Bosals stehe. Ich finde die so super in dem Spiel. Und ich muss sagen, bei den Klamotten bin ich so Mystiker und Krieger eher. Und ich kann mal gucken, ja, jetzt haben sie es gefixt. Wenn ihr in meinem anderen Video, wenn ihr in mein anderes Video guckt, auch von heute, von dem Update, dann seht ihr, dass selbst bei den Handschuhen war, dass ihr plötzlich keine Hand mehr hattet. genau. Also Mystiker und Krieger sind so von den Klamotten her meins, Förster nicht so, aber von den Pferdesachen sind alles meins. Ja, dann in Wildwoods, beziehungsweise hier in dieses neue Teil von Wildwoods, kommt ihr, wenn ihr sagt, also wenn ihr, ihr müsst Starrider natürlich sein, weil sonst kommt ihr gar nicht so weit hinter. Ihr müsst Nebelfall freigeschalten haben und ihr müsst halt, ich sag mal, die erste Reise mit den Yorwick Rangern nach Redwood Point abgeschlossen haben, dass ihr hierher kommt. Was ja aber irgendwo alles, wenn man es sich überlegt, ja logisch ist. Für nächste Woche steht in den News, aus geheiligten Runensteinen geboren, tragen diese Pferde uralte Magie in sich. Da ist die Vermutung bei mir, dass natürlich, das klingt sehr danach, die neuen Runenstein-Urpferde, beziehungsweise Urpferde sind es gar nicht mehr, weil wir haben ja die jorvikischen Urpferde, die magischen Pferde kommen werden. Und ja, die schauen wir uns dann nächste Woche zusammen an. So, dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Über ein Like und über ein Abo würde ich mich freuen. Und ihr könnt mir halt sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue Gebiet findet. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bye!